Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen ganz einfachen Apfelkuchen und zwar einen Altländer Apfelkuchen. Viel Spaß! Dafür brauchen wir 5 bis 6 säuerliche Äpfel, 180 Gramm Mehl, ihr könnt auch Dinkelmehl nehmen, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, die Eier haben Größe M, dann 50 Gramm Mandelblättchen, eine halbe Packung Backpulver und 140 Gramm weiche Butter. Ja, los geht's. Wir geben die wirklich weiche Butter in eine Schüssel und die wird cremig gerührt. Das ging jetzt bei meiner sehr schnell, denn sie war wirklich sehr weich. Ja, dann kommt auch schon der Zucker dazu, den lassen wir langsam hineinrieseln. Und das Ganze wird so lange verrührt, bis beides schön miteinander verbunden ist. Und ich habe hier jetzt noch so, ich würde sagen, das war ein halber Teelöffel Vanilleextrakt noch dazugegeben, dass es alles ein bisschen einen Geschmack bekommt. Vanillegeschmack. Ja, wenn das dann verrührt ist, kommen nach und nach die beiden Eier dazu. Also ich mache das immer so. Ein Ei rein, 30 Sekunden verrühren und dann kommt das nächste. Ja, und das darf dann ebenfalls so lange rühren, bis alles schön miteinander verbunden ist. Und es ist auch dann ziemlich flüssig, das ist vollkommen okay. Dann geht es weiter mit dem Mehl. Das gebe ich esslöffelweise dazu. Das Backpulver noch nicht dazugeben. Es kommt erst später. Also zuerst das Mehl in den Teig verarbeiten. Und jetzt kommt das Backpulver dazu und das wird noch mal kurz untergerührt. Und dann ist der Teig auch schon fertig. Ich habe dann noch mit dem Teigschaber am Rand noch ein bisschen entlang gerührt. Damit alles schön miteinander verbunden ist. Es war ja ziemlich viel am Rand noch gehängt. So sieht es dann aus. Es ist wenig Teig. Es ist richtig so, denn dieser Apfelkuchen besteht eigentlich hauptsächlich aus Apfel und ein bisschen Teig. Hier ist meine Springform. Meine hat hier jetzt einen Durchmesser von 24 cm. Ihr könnt aber auch eine 26 cm Springform nehmen. Die habe ich mit Backpapier ausgelegt. Da kommt der Teig hinein und der wird dann schön gleichmäßig verstrichen. So sieht es dann aus. Der kommt jetzt erstmal zur Seite. Weiter geht es mit den Äpfeln. Die müssen wir schälen. Und dann wird er halbiert. Vom Kerngehäuse und vom Strunk befreit. Also da gibt es ja auch so schöne Ausstecher dafür, ne? Solche Kernhausausstecher. Ich habe keinen. Muss ich mir mal besorgen, die sind nämlich echt gut. Ja, und jetzt wird er so fächerweise eingeschnitten, also einfach so leichte, ja, ich würde sagen wie ein Fächer. Aber aufpassen, dass er nicht durchschneidet und wenn das passiert, mir ist es nämlich auch passiert, wie hier jetzt zum Beispiel, das macht gar nichts. Den können wir trotzdem benutzen. Ja, und das machen wir jetzt mit den ganzen Äpfeln. Ich habe insgesamt 5 Stück gebraucht. Die Äpfel werden dann auf den Teig gelegt. Ich habe da von der Mitte aus angefangen und dann ringsherum verteilt. Wenn das passiert ist, kommen dann am Rand die Mandelblättchen noch dazu. Also einfach am Rand entlang streuen. Ihr könnt aber auch Mandelsplitter nehmen oder Haselnusskerne oder sonst irgendwas. Also es geht auch. Ja, und jetzt darf der Kuchen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 45 bis 50 Minuten backen. So sah der Kuchen dann nach dem Backen aus. Hier habe ich jetzt 2 Esslöffel Aprikosenkonfitüre. Die wird erhitzt, dass es schön flüssig ist und damit streiche ich dann oben meinen Kuchen, wenn er noch heiß ist, ein.
Und dann befreie ich ihn aus der Springform. Oder löse ihn. Ich sage mal gern befreien, warum auch immer. Ich löse ihn aus der Springform. Ja, und dann war er auch schon fertig, der Altländer Apfelkuchen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.